Abend, herzlich willkommen bei TV Bayern Live, das Wochenendmagazin mit allen wichtigen Themen aus dem Freistaat. Schön, dass Sie reinschauen an diesem super Sommersonntag. Nach den Olympischen Spielen in Sochi stand am Wochenende jetzt das nächste sportliche Großevent auf dem Plan. Diesmal am Königssee im Berchtesgadener Land. Showmaster Stefan Raab hat eingeladen zur 12. Wok-WM. Ja, und jede Menge Promis mit dem ganz speziellen Hang zum Kochtopf sind seinem Ruf gefolgt. Es war die Show des Abends. Er, Stefan Raab, einmal mehr der Mann des Abends. Und sie waren definitiv die Überraschung des Abends. Team Jamaika besiegt im Vierer-Wok den Showmaster des deutschen Fernsehens schlechthin, Stefan Raab. Doch zurück auf Anfang. Samstag, 20.15 Uhr. Die Show beginnt. Die Hauptakteure des Abends, zahlreiche Prominente aus Funk, Fernsehen und der Welt des Sports. Als erste Kunsteisbahn der Welt sorgt diese Bahn mit einer Gesamtlänge von 1640 Metern und 18 Kurven sogar bei echten Spitzensportlern für Angstzustände vor dem Start. Ein besonderes Highlight, ein Kreisel mit einer 320-Grad-Kurve, besser bekannt als Turbodrom. Rund 50 Prominente aus Funk und Fernsehen stürzen sich heute mit nicht viel mehr als einem Asia-Kochtopf und ein paar Suppenlöffeln diese Bahn hinunter. Und das alles nur für ihn. Stefan Raab. Einmal mehr lehrte er seinen Wok-Kollegen, was es bedeutet, der Erfinder und ewige Treppchenkönig des Wok-Sportes zu sein. Doch die Konkurrenz war stark. Zu stark für Raab. Ihr seid die ersten nicht-europäischen Gewinner in der Geschichte der Wok-WM. Wie fühlt ihr euch? Es ist großartig. Bei Olympia waren wir nicht so gut, belegten nur den 29. Rang. Aber heute sind wir hier. Ich wollte eigentlich gar nicht antreten, aber mein Teamkollege hat mich überredet. Und auch sie eine Überraschung des Abends, Lucy Diakowska. Im ersten Durchgang schafft sie es dank neuen Reglements, Erzfeind Georg Hackl zu schlagen. Doch beim zweiten Durchgang wird die Bahn zu schnell für die zierliche Bulgarin. Was geht einem in diesem Moment durch den Kopf? Ja, das S-Wort halt, weil ich das viel zu oft richtig gut gemacht habe. Das Spitzenduell des Abends sollte gegen Ende Georg Hackl versus Joey Kelly heißen. Beide stellten kurz nacheinander einen neuen Bahnrekord auf. Ich hatte nur das Glück, bis jetzt einmal gewinnen zu dürfen gegen Schorsch, der King, ne, der Supertyp. Und diesmal habe ich einfach nur Sauglück gehabt. Es ist halt einfach aufgegangen. Und was der Joey Kelly heute hier abgeliefert hat, das war eine Rodelfahrlage vom Feinsten. Die frisch gebackene Mutter und Rennfahrerin Christina Sura, mittlerweile Tomczyk, würde nach dem Rennen am liebsten gleich wieder an den Start gehen. Meistens am Sonntag früh würde ich gerne noch mal hoch und dann ist alles vorbei und ich muss wieder ein Jahr warten. Wohingegen sie wohl niemals am Rennen teilnehmen wird. Model und seit neuestem auch Moderatorin Rebecca Mir. Es sieht wirklich spannend aus, aber auch wahnsinnig gefährlich. Und die Boxen fahren ja auch ziemlich schnell. Und wenn die da so gegen die Barrikaden die ganze Zeit stoßen, bleib ich schon lieber hier. Es scheint nicht seine Bahn zu sein. Nach dem schweren Sturz vor 2 Jahren am Königssee plagt Elton eine Virusgrippe mit 39 Grad Fieber. Ja, wahrscheinlich, weil die Landschaft so schön ist, meint es der Körper mit mir nicht so gut. Keine Ahnung. Ja, steht unter keinem guten Stern der Königssee, aber ich komme trotzdem gerne hierher. Doch eine Frage bleibt. Kann Woksport olympisch werden? Kann Raab sein Versprechen einlösen? Das weiß ich nicht. Aber das wäre cool. Ich möchte dabei sein. Auf jeden Fall. Ich glaube, das Nationale Olympische Komitee von Jamaika wird sich jetzt dafür einsetzen. Das ist ja immer so eine Frage. Das ist ja immer so ein bisschen gemangelt bei den ganzen Nationalen Olympischen Komitees. Die müssen ja alle mit abstimmen, dass ein bestimmter Sport olympiatauglich wird. Und ich glaube, das Nationale Olympische Komitee von Jamaika wird jetzt alles tun, damit auch sie alle ihre Stimmen vereint für den Woksport einsetzen werden. Zu größeren Unfällen kam es auch in diesem Jahr nicht. Alle Prominenten konnten trotz teilweise gestrichen voller Hosen ihren inneren Schweinehund besiegen und die Herausforderungen der Bobbahn am Königssee meistern. Auch wenn dem einen oder anderen die Erleichterung bei der Siegerehrung deutlich ins Gesicht geschrieben war. In dieser Woche sind ja wieder jede Menge gute Filme angelaufen. Unter anderem der neue Film von Doris Dörrie. Es geht um All-Inclusive-Urlaube in Hotelbunkern, Hippies und Spießer und vor allem Mütter und Töchter. Außerdem ein noch nie dagewesenes Filmspektakel,
das durch viel Herz, Humor und grelle Farben besticht. Nicht zu vergessen auch ein gigantisches Star-Aufgebot. Na, wo ist denn meine Zunge heute hin? Und ein schwarzhumoriges Familiendrama, in dem sich die beiden Superstars Julia Roberts und Meryl Streep zum Zweikampf treffen. Film ab! Hollywood-Invasion auf dem roten Teppich der Berlinale bei der Weltpremiere von Wes Andersons Grand Budapest Hotel. Die schrullige Komödie entstand im deutschen Görlitz. Die Stars kamen gern zurück nach Germany. Ich mag Berlin. Es ist eine tolle Stadt, gerade für Künstler und für Premieren von Filmen wie diesem. Ich bin mir sicher, er wird die Leute verzaubern. Warum möchtest du Lobbyboy werden? Möchte das nicht jeder hier im Grand Budapest? Ein vorbildlicher Concierge, ein mysteriöser Mord und die Jagd nach einem außergewöhnlichen Gemälde. Die Handlung ist skurril und nebensächlich, denn das Star-Aufgebot ist irrwitzig, völlig wahnsinnig, das ist es. Tilda Swinton, Harvey Keitel. Hübsches Bild. Adrian Brody und Jeff Goldblum. Hiermit verkünde ich Madame D's letzten Willen. Owen Wilson, Jason Schwartzman. Wer ist dieser interessante alte Knabe? Wissen Sie das nicht? Ray Fiennes. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Saoirse Ronan. Sie ist charmant. Sie ist so charmant. Edward Norton, Willem Dafoe. Die Legende, Bill Murray. Rein hier! Wes's Films, I think, die Filme von Wes sind wunderbar komödiantisch, eigenwillig, leichtfüßig und haben einen ganz eigenen Humor. Eine Mischung, die niemand sonst hinbekommt. No one else. Hände weg von meinem Lobbyboy! Skurril ist ein abgedroschener Begriff, aber zu nichts passt er besser als Wes Andersons Filme. Grand Budapest Hotel ist so verspielt, originell und liebenswert wie eine gute alte Puppenstube. Zum Teufel mit eurem Vater, dass er mir das angetan hat. Violet ist Witwe, krebskrank und tablettensüchtig, aber trotzdem hellwach und bitterböse. Niemand verheimlicht irgendwas vor mir. Meryl Streep liefert im August in Osage County einen weiteren Beleg ihrer unbegrenzten schauspielerischen Möglichkeiten. Ein verdammt guter Tag, um die Wahrheit zu sagen. Ich spiele Violet. Sie ist eine Frau, die enttäuscht ist vom Leben und ihren Frust an allen anderen auslässt. Deine Schultern hängen runter, deine Haare hängen runter, du trägst kein Make-up. Du siehst aus wie eine Lesbe. Die alten Familiengeschichten werden wieder aufgewärmt. Mom glaubt, dass Frauen mit dem Alter nicht gerade attraktiver werden. Das sehe ich anders. Das sagst ausgerechnet du, Karen? Du bist ja selbst der beste Beweis dafür. Wie charmant. Die Zuschauer erwartet etwas Aufregendes, vor allem wenn Meryl Streep als Violet alle in der Luft zerreißt. Du und Barbara, ihr habt euch doch getrennt. Ist eine jüngere Frau im Spiel? Ja. Dann hast du schlechte Karten, Schätzchen. Meryl in der Dinner-Szene war das Beste, was ich je von einem Schauspieler gesehen habe. Glänzende Vorstellung. Es ist übertragbar. Wir alle haben doch selbst schon Familienfeiern erlebt, wo Konflikte hochkommen. Ihr hattet keine echten Probleme, also müsst ihr euch eure Probleme selbst machen. Und jeder hat eine andere Meinung. Wieso brüllst du uns so an? Man weiß genau, was kommt und denkt, oh Gott. Fang nicht wieder damit an. Du hast deinem Vater das Herz gebrochen, als du fortgegangen bist. Es ist absolut unfair. Du warst sein Liebling, wie du weißt. So sind Familien nun mal. Solltest du überhaupt rauchen, Mom? Sollte überhaupt irgendjemand rauchen, Ivy? Regisseur John Wells führte sein Schauspielerensemble zu Höchstleistungen. Vor allem Meryl Streep setzt als Tyrannin die Glanzlichter in dieser großartigen Tragikkomödie. Ihre Filme? Meist ausgezeichnet. Die Besetzung? Immer top. Die Geschichten? Skurril, humorvoll und melancholisch. Der neue Film von Doris Dörrie heißt Alles inklusive. Es ist der Versuch, die Geschichten von verschiedenen Leuten zu erzählen, die allesamt ziemlich tapfer sind. Und das Leben mit allem, was es eben so bringt, alles inklusive, versuchen zu meistern. So etwa Ingrid. Die ehemalige Strandkönigin von Torremolinos ist immer noch ein freigeistiger Hippie. Hast du schon einen anderen? Nicht nur einen. Oder Ingrids neurotische Singletochter Apple, die sich nur von ihrem Hund verstanden fühlt. Na, wir müssen ihn vielleicht einschläfern. Kommt nicht in Frage. Er ist mein Therapeut. Ich hasse einschläfern. Meiner Mutter habe ich auch nicht einschläfern lassen. Und Tim, oder eher Tina, ein Transvestit. Ich war mal so verknallt in den Vater vom Tim, von der Tina. Sie ist wieder da. Schaust so hübsch aus.
schaust genauso hübsch aus wie deine Mutter. Dass jeder für sich seine sehr komplizierte Biografie mit sich herumschleppt und jeder für sich eben tapfer ist. Das ist so für mich der Kern der Geschichte. In rund 4 Monaten beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien. Millionen von Deutschen werden dann wieder beim Public Viewing jubeln. Und bereits jetzt schon machen sich viele bayerische Biergärten Gedanken darüber, wie sie denn aus der WM das perfekte Fußballerlebnis machen können. Bleibt nur noch die Frage nach dem passenden Outfit. Ein ehemaliger Nationalspieler ist diese Woche nach Regensburg gekommen, um diese Frage schon mal für uns zu klären. Verlernt hat er es nicht, der ehemalige deutsche Meister und WM-Dritte David Odonkor. Vergangene Woche war er beim Shooting in einem Fotostudio in Regensburg, um die neue WM-Lederhose anzuprobieren. Nach 24 Jahren könnte es dann schon mal wieder der Titel sein. Und wenn wir im Sommer wieder zusammen jubeln, sollte natürlich auch das Outfit richtig gut sitzen. Wir haben gerade schon festgestellt, Sie stecken nicht zum ersten Mal in so einer Lederhose, aber sitzt die denn jetzt besonders gut? Natürlich, die sitzt sehr bombenfest. Also ne, ich bin sehr zufrieden und ich denke, dass ich mich wohlfühle. Entworfen wurde die WM-Lederhose von einem Regensburger Trachtenversandhändler. Ob ein klassisches Trachtenhemd oder eher ein Deutschland-Shirt, der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Wir haben uns dieses Jahr einfach mal gedacht, wir vereinen zwei Trends, also einmal die Tracht und einmal die Fußball-WM 2014 und machen daraus eine WM-Hose. Wir haben versucht, diese zwei Elemente eben zu verbinden, also einmal die Tracht mit dieser typischen Trachtenstickerei, aber auch dieses WM-Feeling reinzubringen und eben auch dieses Gemeinschaftsfeeling. Ein bisschen möchten wir mit David Odonkor aber auch noch über seine Karriere sprechen. Natürlich erstmal habe ich viel zu früh aufgehört. Aber da konnte ich nichts für wegen meiner ganzen Knie-OPs. Aber ich kann zufrieden sein. Ich habe eine WM gespielt, eine EM gespielt, habe bei Borussia Dortmund gespielt, habe auch in Ausland gespielt. Und ich kann mich nicht beklagen. Ich bin zufrieden, ich bin gesund und habe jetzt andere Aufgaben zu erledigen. Heute ist er Co-Trainer beim SC Werl, einem Viertligisten aus Nordrhein-Westfalen. Es sind also nur noch ein paar Monate, dann rollt der Ball in Brasilien. Und der Titel ist dieses Mal zum Greifen nah. Ich drücke auf alle Fälle alle Daumen und ich glaube auch ganz fest an unserer Mannschaft, dass wir es dieses Jahr schaffen können. Wenn wir konzentriert bleiben und unsere Aufgabe gut erfüllen, dann können wir es diesmal schaffen. Wir sind gleich wieder für Sie da mit allen wichtigen Nachrichten aus dem Freistaat. Bleiben Sie also bei uns. Bis gleich. Der Zirkus, den die ganze Welt kennt. Zirkus Krone. Einfach noch 2 Minuten im Auto sitzen bleiben, weil das Lied noch läuft. Ego FM, das Radio für Musikentdecker. Über UKW in München, Nürnberg, Augsburg, Regensburg und Würzburg. Weltweit mit der App für iPhone und Android. Über Astra-Satellit und ab sofort auch über DAB+. Ich vertraue auf die Heilkraft der Natur. Deshalb nehme ich Rosaxan. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. Rosaxan erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. Weitere Informationen unter www.rosaxan.de. Rosaxan, damit Bewegung wieder Freude macht. Die Augsburger Allgemeine. Schon immer die führende Tageszeitung in der Region.
Information ist unsere Leidenschaft. Und jetzt freuen Sie sich auf Augsburger Allgemeine Plus. Tageszeitung, E-Paper, Web- und Mobilportal aus einer Hand. Mit dem neuen Multimedia-Paket erhalten Sie die volle Bandbreite unseres Angebots. Einfach einmal abschließen, einmal registrieren und ab sofort lesen, wie, wo und wann Sie wollen. Willkommen bei Augsburger Allgemeine Plus. Ihr Plus an Heimat. Einfach noch 2 Minuten im Auto sitzen bleiben, weil das Lied noch läuft. Ego FM, das Radio für Musikentdecker. Über UKW in München, Nürnberg, Augsburg, Regensburg und Würzburg. Weltweit mit der App für iPhone und Android. Über Astra-Satellit und ab sofort auch über DAB+. Eine Zahnbehandlung kann teuer werden. Sparen Sie bis zu 70% durch eine Behandlung Ihrer Zähne in Ungarn. Zum Beispiel bis zu 14.000 Euro bei einer Totalbrücke. Mit Denta günstig fliegen Sie für 199 Euro zur Voruntersuchung für 2 Tage nach Budapest, inklusive Röntgenbild und Hotelübernachtung. Nutzen Sie das Denta günstig Kennenlernangebot. 2 Tage Budapest für 199 Euro. Infos auf www.dentagünstig.de oder Sie rufen jetzt an unter 0800 23 00 002. Löwenbiere Sensationen. TV Bayern zeigt Bayern von seinen schönsten Seiten. Fernsehen für alle, die in Bayern zu Hause sind. Wir berichten zwischen Politik und Boulevard. Aufreger, Krawall und Kabarett. Wir hören hin und schauen nicht weg. Und wir lieben Kulinarik. Dazu die Analysen unserer Korrespondenten, die dort zu Hause sind, wo es passiert. TV Bayern Live. Wir berichten über die Themen der bayerischen Wirtschaft. TV Bayern Live, das heißt auch Sportgeist und Partystimmung. Ganz Bayern in 60 Minuten, einmal rundrum. Jeden Sonntag auf RTL um 17.45 Uhr. Tot aufgefundenes Ehepaar in Weiden, doch eines natürlichen Todes gestorben. Mutter und Kind überleben Flammeninferno in Oberfranken. Und 77 Hundewelpen ohne Wasser und Nahrung. Polizei stoppt erneut illegalen Welpentransport. Drei Großprojekte bewegen derzeit die Menschen im Coburger Land. Projekte, die bei der breiten Bevölkerung nur auf wenig Zustimmung stoßen. Deshalb haben sich jetzt Bürgerinitiativen gegründet, die heute Vormittag gemeinsam für ihre Ziele auf die Straße gegangen sind, um zu demonstrieren. Sonntagvormittag, 10.30 Uhr. Der Bürgerprotestzug trifft vor dem Landratsamt in Coburg ein. Mit Transparenten und Sprechchören machen die rund 500 Menschen auf das aufmerksam, was sie nicht wollen. Die Hochspannungsleitung, den Flugplatz und die Werrabahn in ihrer derzeitigen Planung. Sie verband einst Coburg und das thüringische Eisfeld, wurde nach der Wende aber stillgelegt und entwidmet. Die Teile an die jeweiligen Landkreise übergeben. Nun ist eine Reaktivierung mit Güterverkehr in Planung. Sehr zum Ärger der Lauter. Wo das fehlende Stück gebaut werden soll. Zu dicht an mittlerweile entstandener Wohnbebauung und durchs Landschaftsschutzgebiet. Die IHK Südthüringen und die IHK Coburg, unterstützt durch die Vereine Pro Bahn und VCED, also Verkehrsclub Deutschland, möchten diesen Lückenschluss über das Gemeindegebiet von Lauterdal führen. Einfach aus dem Grund, weil sie sagen, das haben wir hier am günstigsten errechnet, egal ob jetzt hier Häuser stehen oder nicht. Die Trasse ist nötig, meinen die Befürworter. Sie sehen sich zwar bereit für Kompromisse, wollen das Projekt jedoch vorantreiben. Unser Ziel ist es hier, dass wir die vorhandenen Beschlüsse pro Lückenschluss umsetzen, nämlich die beiden Varianten Bad Rodach und Lauterdal gegeneinander abwägen und dann die beste Variante finden und damit vorurteilsfrei umgehen und damit auch kooperieren mit Menschen, die vielleicht auch anderer Meinung sind. Das akzeptieren wir. Aber unser Ziel ist eben, diesen wichtigen Lückenschluss voranzubringen und nicht in klein-klein zu zerreden. Befürworter halten auch an der Umsetzung des Flugplatzes Meder-Neider im Landkreis Coburg fest, trotz der Proteste der Bürgerinitiativen. Ein Flugplatz für den Geschäftsverkehr soll es werden. Die Vorarbeiten dafür haben bereits begonnen. Sehr zum Ärger der ansässigen Bürger. Sie fühlen sich übergangen und befürchten aufgrund der geplanten 1800 Meter langen Landebahn eine spätere Ausweitung des Flugverkehrs.
Es stört vor allen Dingen die Landwirte. Es ist ein Biobauer in Betrieb, dessen Existenz wäre damit weg. Und weil es ganz gewaltig stören muss, ist Bad Rodach. Hier haben wir ein Kurzentrum, das direkt in der Ausflugschneise oder Einflugschneise liegen würde. Wer will da noch kuren, wenn einem ständig die Flugzeuge über den Kopf wegfliegen? Für Aufregung sorgt auch der dritte Punkt, die geplante 380 Kilovolt Hochspannungsleitung durch das Coburger Land. Eine Leitung, die unnötig ist, sagen die Gegner. Sie plädieren stattdessen für den Ausbau der vorhandenen Leitungen sowie für regionale Stromversorgung. Das Problem ist, dass diese Leitung schon vor Jahren festgestellt worden ist von Professor Jaras, dass wir durch Aufrüstung der bestehenden Leitung, also Remmendorf-Redwitz, mittelfristig auch auf diese neue Leitung verzichten könnten. Ob die Kundgebung am Sonntag vor dem Landratsamt Wirkung zeigen wird, bleibt abzuwarten. Zumindest aber haben alle Beteiligten mit ihrem gemeinsamen Protest ein unübersehbares Zeichen gesetzt. Schon wieder hat die Polizei in Nürnberg einen illegalen Welpentransport gestoppt. 4 Wochen alte Hunde waren stundenlang in einem Transporter eingepfercht, ohne Wasser und ohne Nahrung. Außerdem der Feuerteufel von Bad Abbach muss sich vor Gericht verantworten. Mehr zu diesen beiden Themen jetzt in unserem Nachrichtenüberblick. Von Ende März bis Ende Juli 2013 hat der Feuerteufel von Bad Abbach sein Unwesen getrieben. Er soll 23 Brände gelegt haben. Am Donnerstag stand der 17-Jährige in Regensburg vor dem Jugendschöffengericht. Er wurde zu 3 Jahren Jugendstrafe und einer Unterbringung in einer Erziehungsanstalt verurteilt. Ihm wurden 9 Fälle der Brandstiftung, darunter eine schwere, vorgeworfen. Ein Motiv konnte der Angeklagte nicht nennen. Faktoren wie eine posttraumatische Belastungsstörung und eine Suchterkrankung spielten für die Taten aber eine größere Rolle. Der junge Mann hat sich bereits schriftlich bei den Geschädigten entschuldigt. Der Gesamtschaden der 9 Fälle beläuft sich auf etwa 175.000 Euro. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Erneut illegaler Welpentransport bei Nürnberg gestoppt. 77 Hundewelpen stellte die Polizei bei einer Verkehrskontrolle sicher. Ohne Wasser und Nahrung waren die teilweise erst 4 Wochen alten Hunde über Stunden im Transporter eingepfercht. Jetzt kümmern sich Mitarbeiter des Nürnberger Tierheims um die Kleinen. Sie befinden sich teilweise in einem schlechten Zustand. 2 Hunde wurden bereits eingeschläfert. Der Fahrer war mit den Tieren auf dem Weg von der Slowakei nach Spanien. Dort sollten die Hundewelpen weiterverkauft werden. Ein Ehepaar liegt tot in seiner Wohnung. Für die Polizei in Weiden sieht zunächst alles nach einem Gewaltverbrechen aus. Ermittler durchsuchen stundenlang den Tatort. Die beiden Leichen werden obduziert. Das Ergebnis? Die beiden Eheleute sind tatsächlich eines natürlichen Todes gestorben, unmittelbar nacheinander. Einsatzkräfte der Polizei haben in Weiden einen schrecklichen Fund gemacht. In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses fanden sie die Leichen 2er 67-jähriger Eheleute. Die Todesursache und der Tathergang waren zunächst unklar. Es gab aber Hinweise auf Gewalteinwirkung. Beamte der Spurensicherung untersuchten bis kurz vor Mitternacht den Tatort. Für die Polizei lagen bis dato keine Hinweise auf weitere Tatverdächtige vor. Wenn dritte Personen eine Rolle spielen würden, dann wären wir hier sehr offensiv an die Öffentlichkeit gegangen. Das liegt nicht vor. Wir beziehen uns also ausdrücklich zum jetzigen Zeitpunkt auf die beiden Eheleute. Eine Bekannte hatte das Ehepaar mehrere Tage weder gesehen noch erreicht und war deshalb zu deren Wohnung gekommen. Vor der Wohnungstüre im 4. Stock konnte sie durch die Glasfüllung erkennen, dass innen in der Wohnung eine Person liegt. Das hat bei dieser Frau natürlich dazu geführt, dass sie sofort die Rettungskräfte unterrichtet hat. Auch am Tag danach deutete vieles darauf hin, dass sich hier ein Familiendrama oder ein erweiterter Selbstmord abgespielt hat. Dies lässt sich vermuten, da weder eine Waffe noch eine Blutlache oder Ähnliches in der Wohnung gefunden wurden. Und unabhängig davon natürlich werden Hausbefragungen, die Aufhellung des Umfeldes der Eheleute natürlich wesentlicher Bestandteil der Ermittlungen sein. Eine überraschende Wende dann bei der Obduktion der Leichen. Beide Eheleute sind eines natürlichen Todes gestorben, der vermutlich beinahe gleichzeitig eintrat. Die Frau ist laut Polizei in ihrem Bett verstorben, der Mann kurz darauf auf dem Weg zur Wohnungstür. Eine zunächst bei der Frau entdeckte Verletzung dürfte älteren Datums sein. Feuerdrama in Hof. Eine spektakuläre Rettungsaktion durch einen Polizisten hat das Leben einer Mutter und ihres Kindes gerettet.
Und dann war es eben so, dass dann eben Leute unten standen am Fenster und so die Hände hochgehoben haben, wollten das Baby auffangen, aber keine Mutter lässt sich hinfallen. Ne? Kurzzeitig wollte ich es dann auch machen, aber ich habe mir gedacht, wenn er dann auf den Boden fällt oder so, das, nein, ich wollte ihn nicht loslassen. Gerade beim Brand geht es ja um Sekunden. Und das war einfach wie ein Geistesblitz. Der LKW, ja, die Höhe, der ist groß, das passt. Probieren wir es. So lernt man in keiner Polizeiausbildung, dass man hier einen LKW anhält mit Sperrmüll hinten drauf. Vor allem, wenn man dann jetzt das Traurige an der Sache ist, ja, dass die alte Frau noch gestorben ist in dem Haus. Jessica Bayer lernt gerade für ihre Ausbildung bei der Diakonie. Die 23-jährige alleinerziehende Mutter hört plötzlich ein lautes Geräusch. Ich habe zuerst gedacht, dass die Frau oben, die mir verstorben ist, so wie es hieß, mit den Krücken, dass sie die Treppen runtergefallen ist. Und habe die Wohnungstür aufgemacht, wo dann schon die Glasscheiben gebrochen sind und mal das Knistern auf dem Feuer gehört hat. Und dann. Die junge Frau und ihr 1,5-jähriger Sohn Alessio sind in einem Flammeninferno gefangen. Hilfesuchend stehen sie am Fenster. Wie gesagt, die Frau war da oben in dem Fenster, ganz rechts im ersten Stock, hat das Kind in der Hand gehabt. Und dann war der erste Gedanke, wie bringen wir die Frau da runter? Und ich habe erst gedacht, na gut, eine Leiter wäre jetzt nicht schlecht, aber wer hat eine 4 Meter hohe Leiter daheim? Zufällig fährt Alexander Reuß mit seinem LKW vorbei. Noch ahnt er nicht, dass er gleich zum Lebensretter werden wird. Aber dann ist der Polizist gekommen und hat an meine Türe geklopft. Ich habe das Fenster runtergelassen und er hat gefragt, ob ich ihm helfen kann, weil da oben noch Hausbewohner drin sind, die eingeschlossen sind, die nicht rauskommen. Und ob ich die Möglichkeit habe, mit dem LKW an die Hauswand zu fahren. Da habe ich gesagt, kein Problem. Und ja, der ist dann schön ganz dicht ans Haus herangefahren. Da ist dann der Polizist reingestiegen in diesen Containerwagen und hat dann das Baby rausgehoben aus dem Fenster. Und die Mutter ist hinterher gestiegen. Matthias Geier hat sicherlich beherzt eingegriffen, aber von einem Heldentum möchte er nichts wissen. Also jetzt sehe ich mich jetzt nicht so wirklich, bin ich ganz ehrlich, es ist mein Job. Und es war Glück, dass ich dran gedacht habe. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie uns geholfen haben und dass wir so rausgekommen sind, wie es jetzt ist. Ja, ich bin Ihnen sehr dankbar dafür. Jessica Bayer hat das Feuer längst nicht verarbeitet. Ihre Nachbarin stirbt in den Flammen. Sie und Alessio leben. Dank des beherzten Eingreifens von Matthias Geier und Alexander Reuß. Kaiserwetter überall bei uns in Bayern. In den Biergärten herrschte Hochbetrieb an diesem Wochenende. Ja, und es bleibt so, Sie können sich auf eine wirklich frühlingshafte Woche freuen. Überall im Freistaat wird es richtig schön warm. Das Wetter. Es ist und bleibt in der nächsten Zeit strahlend sonnig. Binnen Wochenfrist werden wir dieses trockene, sonnige und extrem milde Frühlingswetter behalten. Sowas hatten wir übrigens auch vor 2 Jahren. Da war der März ebenfalls sonnig und warm. Und im vergangenen Jahr begann um diese Zeit das richtig kalte, das knackig kälteste Wetter des gesamten Winters mit Dauerfrost und ein paar Schneefällen. Apropos Schneefälle, es sieht momentan danach aus, als würden wir in der letzten Monatsdekade noch mal nasskaltes Wetter bekommen mit Schnee oberhalb von 300 bis 500 Meter Höhe. Lassen Sie also bitte, bitte noch die Winterreifen montiert. Die Nacht verläuft sternenklar, später bildet sich örtlich Nebel. Die Temperaturen sinken auf Tiefstwerte von plus 4 bis minus 4 Grad. Am kältesten wird es in den Alpentälern, aber auch in der Oberpfalz. Und in Niederbayern haben wir in einigen Niederungen, wo es windgeschützt ist, bis zu minus 4 Grad. Das heißt auch Scheibenkratzen morgen früh. Morgen tagsüber haben wir in Franken erneut strahlend sonniges und wolkenloses Wetter. Um die Mittagszeit liegen die Temperaturen bei 15 bis 17, am Nachmittag dann bei 17 bis knapp 20 Grad. Auch im Osten, ach, wir haben ja erst noch den Wind, der weht ganz schwach und ist kaum der Rede wert. Im Osten, also in der Oberpfalz und in Niederbayern. Es ist ebenfalls strahlend sonnig und wolkenlos. Auch hier erreichen die Mittagswerte 14 bis 16, am Nachmittag 16 bis 19 Grad. Und überall fühlen sich die Temperaturen geschützt in der Sonne bedeutend wärmer an wie 20 bis 25 Grad. Der Wind weht hier schwach, nicht mehr ganz so ruppig wie noch am Sonntag aus östlichen Richtungen, sprich der böhmische Wind. Der wird aber am Dienstag
ordentlich zulegen und dann gehen auch die Temperaturen zurück. Im Süden, Schwaben-Allgäu und Oberbayern, ist es ebenfalls strahlend sonnig. Südlich von München, da driften vorübergehend ganz, ganz, ganz dünne hohe Wolkenfelder durch. Die sind aber kaum der Rede wert. Auch hier erreichen die Mittagswerte etwa 13 bis 15, am Nachmittag dann 16 bis 18 Grad. Auch hier bleibt der Wind schwach, kommt aus nordöstlichen Richtungen. In den nächsten Tagen geht es so weiter. Am Dienstag wird es etwas kühler, dann wärmer. Und am Freitag peilen wir die 20-Grad-Marke an. Der Zirkus, den die ganze Welt kennt. Zirkus Krone. Einfach noch 2 Minuten im Auto sitzen bleiben, weil das Lied noch läuft. Ego FM, das Radio für Musikentdecker. Über UKW in München, Nürnberg, Augsburg, Regensburg und Würzburg. Weltweit mit der App für iPhone und Android. Über Astra-Satellit und ab sofort auch über DAB+. Ich vertraue auf die Heilkraft der Natur. Deshalb nehme ich Rosaxan. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. Rosaxan erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. Weitere Informationen unter www.rosaxan.de. Rosaxan, damit Bewegung wieder Freude macht. Die Augsburger Allgemeine. Schon immer die führende Tageszeitung in der Region. Information ist unsere Leidenschaft. Und jetzt freuen Sie sich auf Augsburger Allgemeine Plus. Tageszeitung, E-Paper, Web- und Mobilportal aus einer Hand. Mit dem neuen Multimedia-Paket erhalten Sie die volle Bandbreite unseres Angebots. Einfach einmal abschließen, einmal registrieren und ab sofort lesen, wie, wo und wann Sie wollen. Willkommen bei Augsburger Allgemeine Plus. Ihr Plus an Heimat. Einfach noch 2 Minuten im Auto sitzen bleiben, weil das Lied noch läuft. Ego FM, das Radio für Musikentdecker. Über UKW in München, Nürnberg, Augsburg, Regensburg und Würzburg. Weltweit mit der App für iPhone und Android. Über Astra-Satellit und ab sofort auch über DAB+. Eine Zahnbehandlung kann teuer werden. Sparen Sie bis zu 70% durch eine Behandlung Ihrer Zähne in Ungarn. Zum Beispiel bis zu 14.000 Euro bei einer Totalbrücke. Mit Denta günstig fliegen Sie für 199 Euro zur Voruntersuchung für 2 Tage nach Budapest, inklusive Röntgenbild und Hotelübernachtung. Nutzen Sie das Denta günstig Kennenlernangebot. 2 Tage Budapest für 199 Euro. Infos auf www.dentagünstig.de oder Sie rufen jetzt an unter 0800 23 00 002. Löwenbiere Sensationen. TV Bayern zeigt Bayern von seinen schönsten Seiten. Fernsehen für alle, die in Bayern zu Hause sind. Wir berichten zwischen Politik und Boulevard. Aufreger, Krawall und Kabarett. Wir hören hin und schauen nicht weg. Und wir lieben Kulinarik. Dazu die Analysen unserer Korrespondenten, die dort zu Hause sind, wo es passiert. TV Bayern Live. Wir berichten über die Themen der bayerischen Wirtschaft. TV Bayern Live, das heißt auch Sportsgeist und Partystimmung. Ganz Bayern in 60 Minuten, einmal rundrum. Jeden Sonntag auf RTL um 17.45 Uhr. Willkommen zurück. Die erste politische Kundgebung am Aschermittwoch. Die veranstaltete die Bayernpartei 1946
zu ihrer Gründung. Legendär wurde dann der rhetorische Schlagabtausch jedoch erst 1953 durch Franz Josef Strauß. Inzwischen veranstaltet jede Partei einen politischen Aschermittwoch. Das ist schon eine Tradition. Wir waren für Sie bei den Veranstaltungen der CDU, der Grünen, der Freien Wähler und natürlich der CSU dabei. Politischer Aschermittwoch, das heißt Jahr für Jahr verbales Kräftemessen der großen Parteien. Die CSU, traditionell in der Passauer Dreiländerhalle, nutzte die Gelegenheit, zwei Wochen vor den Kommunalwahlen noch einmal Stimmung zu machen und läutete mit Peter Gauweiler als Redner bereits den Europawahlkampf ein. Der politische Aschermittwoch der CSU. Er begann mit Worten von Franz Josef Strauß und mit dem traditionellen Einzug zum Defiliermarsch. Nach Europapolitiker Manfred Weber und Passaus OB-Kandidatin Rosemarie Weber betrat Peter Gauweiler die Bühne. Sein Thema: die EU-Kommission. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir brauchen keine Einigung einer Flaschenmannschaft, die ganz Europa durcheinander bringt und an der guten Idee verzweifeln lässt. Das ist doch das Problem, das wir mit den europäischen Kommissaren haben. Ministerpräsident Horst Seehofer stichelte in seiner Rede gegen die SPD. Irren ist menschlich. Immer irren ist sozialdemokratisch, liebe Freunde. Auch von ihm harte Worte Richtung Brüssel. Jeden Winkel Deutschlands und Bayerns zu reglementieren, dieser Drang der Europäischen Kommission erstickt die europäische Idee. Der CSU-Generalsekretär blieb seiner Linie treu. Wer schmarotzt, braucht gar nicht erst zu kommen, liebe Freunde. Summa summarum, deftige Worte Richtung Brüssel und Bayern-SPD und ganz viel bayerischer Nationalstolz bei der CSU in Passau. 7000 CSU-Anhänger hatten die Verantwortlichen im Vorfeld erwartet. Schwierig, denn dem steht eigentlich der Brandschutz entgegen. Und im vergangenen Jahr gab es da ja bereits ein Nachspiel aufgrund dieser Zahlen. In jedem Fall hatte die SPD den Christsozialen den Rang des größten Stammtischs der Welt abgelaufen. Und ob das in diesem Jahr wieder so war, weiß meine Kollegin Sandra Schumacher in Vilshofen. Hier bei der SPD in Vilshofen ist die Stimmung eigentlich ganz gut. Zwar sind die Zahlen vom letzten Jahr nicht ganz erreicht worden, aber mit 2500 bis 3000 Besucher können die Sozialdemokraten zufrieden sein. Trotz großkoalitionärer Stimmung bei der SPD, ein paar Seitenhiebe gegen die CSU mussten einfach sein. Den Anfang machte Florian Pronold. Mit der Wahrheit tut sich die CSU ebenso schwer wie mit den Zahlen. Jedes Jahr das gleiche Schauspiel in Passau mit der Frage, wie viele Leute passen in die Halle. Das letzte Mal hat der alte CSU-Generalsekretär ausgerechnet, dass da 7000 Leute drin sind, obwohl da nur Platz für 4000 ist. In großkoalitionärer Freundlichkeit muss ich jetzt zu seiner Ehrenrettung sagen, wir sind jetzt draufgekommen, warum die sich daran verrechnen. Liebe Natascha, liebe Renate, es war nicht wegen dem Bier. Die haben das letzte Mal den ADAC beauftragt, hier die Zuschauerzahlen zu berechnen und drum lagen die so daneben. Martin Schulz, Europaspitzenkandidat, fand deutliche Worte zur Steuerpolitik. Wenn die Steuerkasse zahlt, zahlen wir alle, und zwar die normalen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und übrigens auch kleine und mittlere Unternehmen, die nicht ihre Firmensitze irgendwo anders hin verlegen können, in irgendein Steuerparadies. Es kann doch nicht sein, dass in unserem Land ein Unternehmen wie Google 3 Milliarden Gewinn macht und keinen Pfennig Steuern zahlt. Und damit gehen wir weiter nach Deggendorf zu den Freien Wählern. Vom Festzelt in Vilshofen in die Stadthalle nach Deggendorf. Hier veranstalten die Freien Wähler zum 6. Mal ihren politischen Aschermittwoch. Hauptredner ist Landesvorsitzender Hubert Aiwanger. So kurz vor der Kommunalwahl wird auch hier sicherlich Wahlkampf betrieben. Aber es wird auch den ein oder anderen Seitenhieb auf Horst Seehofer geben. Die Krönung dieser Schizophrenie, meine Damen und Herren, hat sich in der Person Horst Seehofers ergeben, der nicht nur gestern das Gegenteil von heute sagt, sondern der zur selben Zeit das eine und das andere gleichzeitig verkündet. Hubert Aiwanger startete seine Rede polemisch. Der Applaus der rund 1000 Anhänger folgte prompt. Die populistische Sprunghaftigkeit von Horst Seehofer stößt auf Unverständnis bei dem Landesvorsitzenden der Freien Wähler. Er wolle sich die Gunst der Bürger durch gute Inhalte verdienen. So umfasste seine rund 50 Minuten lange Aschermittwochsrede auch viele Themen. Besonders hob er hervor, dass er gegen die Privatisierung der Wasserversorgung, aber für Schulen vor Ort und eine Hausarztversorgung im ländlichen Raum sei. Zudem ist Gentechnik in der Landwirtschaft für ihn ein absolutes Tabu. Wettbewerb ja, aber nicht zum Selbstzweck gegen Menschen und gegen Heimat, meine Damen und Herren. Zuversichtlich sind die Freien Wähler im Hinblick auf die Europawahl.
Selbstverständlich gehe ich nach Brüssel. Hubert Aiwangers Sohn Laurenz demonstrierte, mit welchen anderen Mitteln man eine Menge unterhalten kann. Ob diese frühe Sensibilisierung für die Politik allerdings dann auch dazu führt, in die Fußstapfen des Vaters zu treten, ist nicht gewiss. Momentan findet Laurenz andere Dinge noch viel interessanter. Die Besucher der Veranstaltung waren von der Rede von Hubert Aiwanger begeistert. Allerdings scheint es, als ob dieses Jahr nicht ganz so viele gekommen wären. Und jetzt gebe ich weiter nach Landshut. Und damit zum niederbayerischen Nabel der grünen Welt am politischen Aschermittwoch. Willkommen in den Landshuter Bernlochner Sälen. Und da sitzen sie auch schon in ihren roten Hemdchen. Halt! Der erste Eindruck täuscht. Keine etwaig verirrten SPD-Anhänger, die einfach nicht den Weg nach Vilshofen gefunden haben. Die Gruppe der Rothemden sind die Gegner der B15 neu. Ein Thema, das auch dem grünen Hauptredner Toni Hofreiter aufstößt. Es gibt einen schönen Spruch vom Polt: Seine Heimat, das, was man liebt, das betoniert man doch nicht ständig. Aber das ist etwas, was CSU nie kapieren wird. Es gibt eine wahnsinnige Motivation, zum Beispiel diesen Irrsinn B15 neu zu verhindern. Lokale Akzente in einer ansonsten eher bundespolitisch ausgerichteten Veranstaltung. Unter anderem große Aufregerthemen beim grünen Stammtisch, die dritte Startbahn am Münchner Flughafen, die Gentechnik und immer wieder die Energiewende. Eher auf Kuschelkurs mit GroKo-Partner SPD bekam das CDU-CSU-Gespann mehr Peitsche denn Zuckerbrot ab. Dass Alleinsein nicht gut tut, das sagen auch die Psychologen. Sie sagen sogar, es macht krank. Wie krank? Das zeigt sich am Zustand dieser bayerischen Alleinregierung. Der Zustand ist erbärmlich. Was denkt sich eigentlich Herr Seehofer? Wir sind hier in Niederbayern. Was würden denn die Landwirte hier machen, wenn sie für ihre Gurkenflieger, also es sind die Geräte, mit denen man entsprechend da drauf liegt und Gurken erntet, wenn da keine Migranten mehr zur Verfügung stünden, die das machen wollen. Will sich denn Herr Seehofer und sein armseliges Kabinett das nächste Mal auf den Gurkenflieger legen, dann würden sie wenigstens mal was Sinnvolles arbeiten. Das bescheidene Fazit in einem bis zum letzten Platz gefüllten Saal, von Gänseblümchen bis fleischfressenden Pflanzen, war alles dabei. Just take it slow. Die Stadt Nürnberg in Mittelfranken liegt auf Platz 3 der deutschen Puff-Hauptstädte. Direkt hinter Augsburg und Trier. Ja, in Nürnberg liegt ja auch tatsächlich eines der ältesten Rotlichtviertels Deutschland. Der Bereich hinter der Frauenturmmauer ist das, dieses älteste Rotlichtviertel Deutschland. Und normalerweise sind hier Kameras tabu, aber wir haben es geschafft, im Nürnberger Rotlichtmilieu zu drehen, um Ihnen jetzt ganz exklusive Einblicke zu geben. Nachts um 12:30 Nürnberg, Frauentormauer. Hier beginnt so langsam der Hochbetrieb. Eine Kamera ist normalerweise nicht gerne gesehen, doch für uns machen Rocco und Bobby eine Ausnahme. Wir treffen den Bordellchef Rocco in seinem Etablissement. Seit 5 Jahren ist er Betreiber des Haus 80. Ist das hier Puff? Nein, das ist Puff. Puff. Was ist das? Das ist halt eine lockere Stimmung. Also das ist ein Erlebnishaus. Ja. Man hat Spaß, man verdient Geld, man hat Spaß und also. Party, jeden Tag Party. Ja. Ein bisschen Klischee gehört beim Auftreten natürlich auch dazu. Macho-Sprüche allein reichen nicht mehr aus, um die Frauen in das Bordell zu locken. Am Anfang habe ich gedacht, wie kriege ich die Frauen her? Ne? Ich habe mit Gedanken gespielt, ja, Internet und so, Inserate machen. Zum Glück ist es nicht dazu gekommen. Und nachdem die Frau gesehen haben, hoppa, da ist jemand, der ist neu, der hat neue Ideen, der ist normal, ne? Und da könnte ich auch meine Freundin bringen, ne? So hat sich das entwickelt. 16 Prostituierte arbeiten momentan im Haus. Die meisten kommen aus Osteuropa. Der Weg in die Prostitution ist für viele Frauen der scheinbar einzige Ausweg aus der Armut. Ich bin hier in Deutschland gekommen, ich war 18 Jahre, weil unser Land, ich sage nicht den Namen vom Land, ist ein armes Land. Und viele Frauen kommen da wegen Familien, weil die Familie braucht Geld. Die Frauen mieten ein Zimmer in Roccos Bordell und können ihre Kundenpreise und Arbeitszeiten selbst bestimmen. Bis zu 400 Gäste besuchen das Haus an einem Wochenendtag. Ich bin schon lange Zeit hier, ich bin 5 Jahre in diesem Haus. Die Chef ist gut, die Security und die Frauen sind alle in Ordnung, alle passt hier. Dieser Beruf ist nicht schön, aber
Manchmal macht auch Spaß. Bordellbetreiber Rocco kümmert sich um die Bewohnerinnen. Küche und Wäscherei sind in der Miete inbegriffen. Rocco und sein Geschäftsführer Bobby sind aber nicht nur am Herd unterwegs. Die Hobbyhandwerker sorgen auch für stetigen Nachschub in den Fetischräumen. Das ist eine Idee von meinem Mitarbeiter Bobby. Komm mal wieder hier. Das hast du doch mit Roman gebaut, oder? Mit Roman, ja. Wie heißt das nochmal? Ich kann mir den Namen nicht erinnern. Guillotine. Guillotine. Ja, Guillotine. Das wird ein Strafbock. Die Experimentierfreude kommt nicht von ungefähr. Rocco will expandieren. Neue Themenräume, Pornofilme, Transvestiten. Das Geschäft mit dem Sex boomt. Rund 4000 Kondome werden hier pro Monat verbraucht. Trotz ungewöhnlicher Umstände gibt es eigentlich nur noch eines, das die Frauen von einem normalen Arbeitsplatz trennt. Einen Wunsch habe ich noch offen und ich denke, das wird auch demnächst gemacht. Schon in diesem Monat, dass wir Haus 80 das erste Bordell sein werden, die Prostituierten eine Krankenversicherung anbietet. Ne? Das heißt, sie bekommen einen Arbeitsvertrag. Prostitution, eine Branche im Wandel. Schmuddel und Kriminalität verschwinden immer mehr. Originale wie Rocco werden auf ewig erhalten bleiben. Ja, was ist jetzt aus mir geworden? Bordellbetreiber. Wenn das mein Vater wusste, Mutter. Ihre ersten Engagements hatten Sie auf kleinen Mittelaltermärkten. Mittlerweile spielen Sie auch beim größten Heavy Metal Open Air der Welt in Wacken. Die Band Corvus Corax ist seit ihrer Gründung vor 21 Jahren einen echt weiten Weg gegangen. Und die Könige der Spielleute sind sich nach wie vor nicht zu schade, auch vor einem kleinen, sehr exklusiven Publikum zu spielen. Mit fremder Zunge, selbstgebauten Instrumenten und in mittelalterlich anmutender Kleidung besingen Corvus Corax die einst schönste Frau der Welt, Deidru. Ein Titel des neuen Albums Gimlie, mit dem Corvus Corax ein neues Zeitalter einläuten. Also ist ja so, bei dem Vorgängeralbum, beim Sverker, hatten wir das Stück Ragnarök. Da ist es der Weltuntergang. Und nach dem Weltuntergang kommt das Gimlie. Das ist sozusagen das goldene Zeitalter, wo dann der Drache kommt und die ganzen Leichen der Götter niederlegt. Und dann wächst wieder Gras drüber und dann kann man wieder gute Laune haben. Und wir haben einfach ganz, ganz viele angenehme Themen in dem neuen Album. Natürlich bleiben wir auch ab und zu mal düster. Also man muss ja sozusagen erstmal den Dreck wegkehren. Aber dann feiert man, weil man Deidru kennenlernt, die schönste Frau der Welt. Beowulf bezwingt das Monster Grendel. Und das Einhorn kommt aus den germanischen Wäldern, beschrieben von Julius Caesar. Und Corvus Corax singt also über das Einhorn. Das Publikum beim Auftritt in Ingolstadt besteht teils aus jahrelangen treuen Begleitern der Band, teils aus Fans der Mittelalterszene. Eine heterogene Mischung, deren Zusammensetzung Schwankungen unterliegt. Die Mittelalterszene, die wächst schon seit wirklich langer Zeit. Also ich glaube, irgendwie so die richtige Hochwelle war sogar schon vor ein paar Jahren. Da gab es wirklich unfassbar viele Bands, die so unseren Stil gespielt haben. Es ist natürlich, also da verbinden sich so verschiedene Sachen, also die Rollenspielszene, es wird immer größer, wo halt Leute halt irgendwie in den Wald gehen und sich als Elben und Ritter und sonst was verkleiden und da halt einfach mal aus dem normalen Alltag fliehen und Interesse an Geschichte
sehr viele Filme, die so Fantasy, aber halt auch wirklich alte geschichtliche Sachen aufgreifen und das Publikum halt sich, dass es halt irgendwie eher gemischt ist. So. Dass halt irgendwie, sagen wir mal, so normale Leute auch viel kommen, die halt, wo man nicht sagt, das ist jetzt ein Metaller, ein Gossig oder was weiß ich, oder ein Gewandeter, sondern einfach Leute, die halt mitkriegen, ach, es gibt so Filme, es gibt schicke Bücher irgendwie mit so einer Thematik und dann kommen sie halt dann auch irgendwann auf uns. An den selbsternannten Königen der Spielleute kommt man seit 21 Jahren Bandgeschichte kaum vorbei. Beinahe wären Corvus Corax sogar bei der preisgekrönten Fantasy-Roman-Verfilmung Game of Thrones zu sehen gewesen. Das hat leider nicht geklappt. Dafür geht die Band jetzt ganz neue Wege. Wir haben ein neues Projekt gegründet, das nennt sich Berlinsgebiet. Und da haben wir mal die Kostüme weggelassen, wir haben uns Anzüge angezogen. Mutti freut das sehr, dass wir endlich mal ordentlich auf der Bühne stehen. Und wir machen moderne Tanzmusik. Aber keine Angst, Corvus Corax hängen die Kostüme nicht an den Nagel. Bei Ritterspielen oder Konzerten wie in Ingolstadt bleibt sich die Band treu. Und das nach eigener Aussage, bis die Mitglieder irgendwann einmal von der Bühne fallen. Letzte Woche waren ja Faschingsferien und da hat sich sicherlich der ein oder andere gefragt, übrigens auch ich unter anderem, wohin mit den Kindern? Man selbst muss arbeiten, die Kinder können oder sollen einfach nicht allein daheim bleiben. Ja, und für solche Probleme hat man beim TSV Weilheim eine Lösung gesucht und sie auch gefunden. Auf die Plätze, fertig, Action! Nein, wir sind hier nicht bei den Dreharbeiten für einen Kinofilm, sondern beim Ferienprogramm des TSV Weilheim. Ferien-Action nennt sich das Projekt, das der Verein seit den Pfingstferien 2010 anbietet. Hier packen die Kinder gemeinsam mit an, ganz nach dem Motto, Bewegung macht Spaß. Vor 5-6 Jahren wollten wir im Jugendbereich ein neues Angebot gestalten und dann ist uns halt aufgefallen, dass sehr viele Eltern heutzutage beide berufstätig sind. Und es ist einfach ein Problem, die Kinder quasi über die Ferien richtig zu betreuen. Wir wollten dann quasi ein Sportcamp machen und wir wollten aber nicht die bestehenden Sportcamps wie zum Beispiel Fußballcamp oder Handballcamp, das ja sportspezifisch ist, hier eine Konkurrenz machen, sondern wir wollten ein Freizeitangebot machen in den Ferien, wo sich jedes Kind wohlfühlt. Und dieses Konzept hat bei allen Beteiligten von Beginn an voll eingeschlagen. Knapp 160 Kinder und Jugendliche haben in den vergangenen 4 Jahren bisher an der Ferien-Action teilgenommen. Mittlerweile ist das Projekt ein fester Bestandteil des Ferienprogramms der Stadt Weilheim. Zielgruppe sind dabei Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren, wobei diese keine Sportcracks sein müssen. Vielmehr geht es hier darum, einen ersten Einblick in die Vielfalt des Sports zu bekommen. Das Motto von Ferien Action ist Bewegung macht Spaß und das ist eigentlich das Hauptthema bei uns. Und ja, es kann eigentlich jedes Kind mitmachen und es muss kein Spitzensportler sein. Betreut werden die Kinder pro Woche von insgesamt etwa 13 bis 14 Jugendtrainern aus dem Verein, sowie Lara Wehner und Jasmin Multerer. Diese beiden sind die hauptverantwortlichen Organisatorinnen der Ferien-Action und ziehen auch selbst einen großen Nutzen aus ihrer verantwortungsvollen Aufgabe. Dadurch, dass viele Jugendliche eben die Betreuer sind, ist es auch so, dass es ein guter Einblick eigentlich so gibt in die Arbeit mit Kindern. Also mir hat es persönlich viel geholfen. Ich studiere jetzt Grundschullehramt, weil mir die Arbeit mit den Kindern einfach so viel Spaß macht. Und so viele Facetten sind, so aufpassen, spielen, einfach betreuen und für die Kinder da sein, die Probleme lösen. Also es macht auf jeden Fall viel Spaß. Davon profitiert auf lange Sicht natürlich auch der TSV Weilheim, der mit rund 4000 Mitgliedern, davon über 1600 Kinder und Jugendliche, zu den größten Vereinen in der Stadt zählt. Denn viele der jungen Ferienbetreuer sind mittlerweile auch Übungs- oder Jugendleiter in einigen Abteilungen. Von diesen Sparten gibt es übrigens nicht weniger als 22 und diese sportliche Vielfalt nutzt der TSV auch für das Projekt Ferien-Action. Was wichtig ist, was ich gemerkt habe, ist, dass man natürlich junge Menschen, Kinder, natürlich auch für Sport interessieren kann über dieses Projekt Ferien-Action. Ferien-Action ist ja nicht für TSV-Mitglieder, sondern ist offen auch für Nichtmitglieder. Und man hat die Möglichkeit, entweder Halbtagesplätze oder Ganztagesplätze zu buchen.
Und wir haben schon gemerkt, dass viele, viele Mädels und Buben hier neue Freundschaften schließen und dann auch sagen, Mai, ich möchte mit der Susi weitermachen und die kommen dann zu uns im Verein. Trotzdem ist die Ferien-Action natürlich noch lange nicht am Ende der Fahnenstange angelangt. Vielmehr sind noch weitere Verbesserungen geplant. Das Projekt selber entwickelt sich permanent. So haben wir zum Beispiel auch immer wieder Feedbackbögen gemacht bei den Eltern. Was kam gut an, was kam schlecht an? Die Eltern haben gesagt, sie wollen eventuell die Kinder auch früher abgeben. Und das werden wir dieses Jahr anbieten, dass wir quasi ein Frühabgabesystem für Kinder haben, ab 7.30 Uhr. Wir bieten dann natürlich auch nochmal ein Frühstück an. Und dann geht es halt ab 8.30 Uhr, 9 Uhr ganz los mit dem Ferien-Action-Programm. Doch auch in der bisherigen Form ist dieses wahrlich nicht alltägliche Angebot vor allem für die Eltern eine große Erleichterung. Das merken auch die Kinder. Ja, es ist gut, auch wahrscheinlich, denke ich, für die Eltern, weil die dann wahrscheinlich auch meistens in den Ferien arbeiten. Ich finde es gut, weil dann hat die Mama auch mal ihre Ruhe, weil die muss auch meistens in den Ferien arbeiten. Und das letzte Mal haben sie auch Opas Geburtstag gefeiert. Und so ist das Projekt Ferien-Action eine perfekte Verbindung zwischen Familie, Übungsleitern, Verein und natürlich den Kindern selbst. Vielleicht kann der TSV Weilheim die Ferien-Action sogar schon bald nicht nur eine Woche in den Pfingst- und zwei Wochen in den Sommerferien anbieten, sondern es in gewissem Maße auch auf alle Ferien ausstrecken. Das wäre für die Teilnehmer natürlich ein absoluter Volltreffer. Der AOK Bayern ist es wichtig, dass ihre Versicherten von modernster Hightech-Medizin profitieren. Deswegen hat die Gesundheitskasse neueste Therapien für eine optimale Versorgung abgeschlossen. Zum Beispiel die Cyberknife-Behandlung am Klinikum Großhadern. Wir haben die Protonentherapie ebenfalls in München. Daneben telemedizinische Angebote für Herzinsuffizienzerkrankte und COPD-Patienten und nicht zuletzt die fokussierte Ultraschallbehandlung am Standort des Klinikum Dachau. Alle diese Behandlungen sind bayernweite Angebote unserer Versicherten. Die Diagnose Gebärmuttermyom erhielt Elke Riedel vor 2 Jahren. Sie entschied sich für den modernen Eingriff der fokussierten Ultraschallbehandlung. Beim sogenannten MRG-Fußverfahren wird das befallene Gewebe unter gebündeltem Ultraschall erhitzt und somit abgetrennt. Dr. Matthias Matzko vom Klinikum Dachau nahm den Hightech-Eingriff vor. Das ganz Besondere an der Behandlungstechnik ist, dass man neben einer absolut sicheren Bildkontrolle während des Eingriffs den Charme hat, dass dieser Eingriff völlig nicht invasiv ist. Das heißt, man braucht kein Skalpell, man dringt mit keinen Instrumenten in den Körper ein, sondern wie von Zauberhand sozusagen durch die Bauchdecke wird Energie ins Innere des Körpers hineintransferiert. Er entwickelt an einem bestimmten Punkt seinen Effekt und tritt der Rest als Restenergie hinten aus dem Körper wieder aus. Elke Riedel bereut den alternativen Eingriff nicht. Ganz im Gegenteil, sie sieht nur Vorteile gegenüber einer Gebärmutterentfernung. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte mir eine Gebärmutterentfernung machen lassen, würde ich auf jeden Fall auch im Berufsleben oder auch privat wochenlang ausfallen, wo ich nichts machen kann. Und bei dieser Behandlung bin ich nach 2 Tagen wieder voll einsatzfähig, habe überhaupt keine Probleme, habe keine Schmerzen. Mir geht es wunderbar und ich kann ganz normal weitermachen. Ich finde, das ist das Beste für eine Frau. Die AOK Bayern stellt selbstverständlich allen ihren Versicherten dieses Behandlungsangebot zur Verfügung. Entscheidend ist jedoch, ob die Versicherten für eine solche Behandlung tatsächlich in Frage kommen. Das muss im Zweifel vor Ort oder in Übereinkunft mit den Leistungserbringern anhand der medizinischen Diagnose entschieden werden. Dank der fokussierten Ultraschallbehandlung konnten sich übrigens viele Familien ihren Kinderwunsch erfüllen. Löwen
Essen, Biere, Sensationen. Wir berichten zwischen Politik und Boulevard. Dazu die Analysen unserer Korrespondenten, die dort zu Hause sind, wo es passiert. Wir berichten über die Themen der bayerischen Wirtschaft. TV Bayern Live, das heißt auch Sportsgeist und Partystimmung. Ganz Bayern in 60 Minuten. Jeden Sonntag auf RTL um 17.45 Uhr. Ja, da war ich etwas zu früh zu sehen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Das war's schon wieder. Bis nächsten Sonntag. Machen Sie es gut. Servus.